Seid gegrüßt, liebe Fans der spanischen Hitserie Haus des Geldes. Zuallererst zur vierten Staffel gibt es seit unserem letzten Video noch nichts Neues, dafür aber zur aktuellen Staffel. Denn seit diesem Montag wurden doch tatsächlich mehrere gelöschte Szenen in den Episoden 6 und 8 nachträglich wieder hinzugefügt. Dieses Spiel kannte man ja bisher nur im umgedrehten Fall, und zwar als Netflix aufgrund des öffentlichen Drucks nachträglich die Selbstmordszene in der ersten Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht entfernen ließ. Und tatsächlich, auch im Fall von Haus des Geldes wurden die Szenen aus einem ganz bestimmten Grund zurückgehalten. Denn in den besagten Szenen sehen wir keinen geringeren als den brasilianischen Fußballstar Neymar, der einen brasilianischen Mönch namens João verkörpert. Hierbei handelt es sich um Rückblenden, in denen sich der Professor weit vor dem Überfall auf die Banknotendruckerei mit Berlin, dessen damalige Freundin Tatjana und Palermo in einem Kloster trifft. Bisher haben diese Szenen zwar erst eine untergeordnete Rolle gespielt, allerdings könnte Mitwisserin Tatjana in der vierten Staffel durchaus noch eine gewichtige Rolle einnehmen. Aber dazu in einem späteren Video mehr. Kommen wir nun stattdessen wieder zurück zu Neymar. Dieser ließ am 27. August selbst die Bombe platzen und verkündete auf seinem Instagram-Account stolz, dass er sich mit der Teilnahme an der dritten Staffel einen großen Traum erfüllt hat. Die dritte Staffel wurde am 19. Juli allerdings zunächst noch ohne seinen Gastauftritt veröffentlicht, da zu diesem Zeitpunkt noch Ermittlungen wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen ihn im Raum standen. Vor ein paar Wochen hat nun die brasilianische Staatsanwaltschaft aufgrund Mangel der Beweise die Ermittlung vollständig eingestellt, und daraufhin hat Netflix die überarbeiteten Episoden 6 und 8 in ihrer ursprünglichen Version inklusive den Neymar-Szenen nun veröffentlicht. Ab welcher Minute ihr den brasilianischen Nationalspieler in den Episoden 6 und 8 aber nun genau bewundern könnt, das schreiben wir euch noch einmal genau unten in die Videobeschreibung. Ob Neymar als Mönch João allerdings auch in der vierten Staffel von Haus des Geldes zu sehen sein wird, das ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Wenn ihr wissen wollt, wann ihr aller Voraussicht nach mit der Veröffentlichung der vierten Staffel rechnen könnt, dann gönnt euch unbedingt mal unser letztes Video zu Haus des Geldes. So, das war jetzt unser kurzes Update zur dritten Staffel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt mal die neuen Szenen mit Neymar ab und schreibt uns in die Comments, wie euch sein Gastauftritt gefallen hat. In diesem Sinne, euch noch eine sonnige Restwoche. Möge der Stream mit euch sein. Bis bald.